Hallo, viele Grüße. Bin jetzt hier in der Hafenstraße und jetzt gehe ich zur Documenta-Ausstellung Hafenstraße 76. Das sind auch so mehrere Kollektivs, die haben sich zusammengeschlossen. Und das will ich mir jetzt mal anschauen. Jetzt laufe ich durch die Hafenstraße und bin mal gespannt. Bin heute zu Fuß unterwegs. Ist ganz in der Nähe von meinem Zuhause. Alles Gute für euch. Dankeschön für die Kommentare. Und ich freue mich über neue Abonnenten. Ich möchte auch alle begrüßen. Herzlichen Dank. Filmerei ist mein Hobby, macht mir einfach Freude. Tschüss, die Doris. Kassel hatte tatsächlich einmal einen Hafen, der für den Güterverkehr genutzt wurde. Während des Zweiten Weltkriegs und danach erlebte er noch einmal eine Blütezeit. Seit 1977 ist er Hafen des örtlichen Yachtclubs. Das macht viele der alten Industriegebäude überflüssig. Leer steht etwa der 1907 errichtete mehrstöckige Komplex an der Hafenstraße 76, was ihr hier seht. Das Berliner Kollektiv Feras Publishing Practices arbeitet hier an einem fiktiven Fotoroman Borrowed Faces. Es geht um drei Frauen, die in der Ära des Kalten Krieges Archive besuchen. Eine Installation zeigt diese Archive, als wäre sie heute real. Von Mava Asanios aus Beirut sind eine Installation und ein in Libanon gedrehter Film über Gemeingüter, Landrechte und Landnutzung zu sehen. Die Möglichkeiten, Immobilien in Gemeingüter umzuwandeln. Die Fragen nach Landbesitz und Eigentum sind ein wesentlicher Teil ihrer künstlerischen Arbeit. Der Grafiker präsentiert auch hier, also der Grafiker heißt Nino Bulling, Siebdrucke aus einer Publikation, die den Klimawandel, die aus einer genderfluiden Perspektive beleuchten, so wie handgemalte Zeichnungen auf Seide. Darüber hinaus aktiviert das Kollektiv Foundation Class Kollektive das Erdgeschoss als Gemeinschaftsraum. Lehrende und Lernende kommen im Netzwerk von Camp Notice on Education zusammen. Sie arbeiten an neuen Wegen der Vermittlung in den Bereichen Kunst, Kunstgeschichte und kulturelle Bildung. Der Camp Workspace im Hof ist die Basis für die Arts Educators in Residenz. Hier entwickeln die Stipendiatinnen neue Ideen und Arbeitsmethoden für die Praxis. Und dort seht ihr jetzt die Bilder, diese Fotogeschichte, Borrowed Faces. Und ja, dann wünsche ich euch auch Inspiration, dass ihr nach Kassel kommt. Die Documenta geht jetzt noch bis zum 25. September. Viele Grüße. She begins the story of Ayn, the place where they meet. I saw two of them sitting side by side.